Hallo, liebe Fliegenfight-Freunde, da sind wir wieder back in business. Geiler Shit hier. Kommen wir direkt zur Sache. Hier geht jetzt dermaßen die Tür auf. Hier kommt jetzt sowas von jemand rein. Bingo! Wenn das kein mit Marmelade bedeckter Mann ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. In jedem anderen Zusammenhang würde man denken, oh Gott, was ist denn das für ein peinliches, dummes Arschloch? Und hier bei uns eben auch. Der Kandidat heißt Rambo Banting. Er gehört zur Gattung Homo sapiens. Als solcher ist er ein Amerikaner, arbeitet als Gehirnchirurg und sein liebstes Sprichwort ist Woo yeah! I'm gonna do some jammage. Oh, jammage statt damage. Fand ich hier einen Kandidaten schon mal sympathisch, liebe Zuschauer. Egal, war eine rhetorische Frage. Kommen wir zum Kontrahenten, kommen wir zur Fliege. Ihr Name ist Philip Cook aus Nordirland. Er ist von Beruf Madensitter. Sein Lieblingssprichwort ist bzzzt. Hab ich schon gefragt, ob ich meinen Kandidaten sympathisch fand? Gut, andere Frage. Mag ich den Sport? Nein. Mag ich die Sendung? Nein. Bin ich aus finanziellen Gründen gezwungen, sie zu kommentieren? Ja. Der perfekte Teufelskreis, oder? Aber ich verplapper mich, liebe Zuschauer. Hier geht's jetzt auch gleich los. Die Fliege ist aus der Box. Der grenzdebil grinsende Marmeladen-Maniac versucht, sie an seine Klebewampe zu locken. Selbst eingefleischte Fliegenfight-Fans stoßen doch hier an die Kotzgrenze, oder? Der Typ sieht aus wie ein Engländer, der 3 Tage in der Sonne gelegen hat. Ekelhaft. Und auch wenn ich es unter rein taktikrelevanten Aspekten betrachte, der Typ kann nix. Oh Mann, haben Sie das gesehen? Warum bitte macht er das? Schauen Sie sich mal den Fleck auf der Scheibe an, den er da hinterlassen hat. Wegen solchen Typen, sage ich immer, sollte einen Schiedsrichter im Raum geben. Ja, oh Gott, also der verstößt hier gegen jede einzelne Regel im Buch. Warum lässt er die Fliege nicht zu sich kommen? Deshalb heißt es doch Köder. Oder hat er sich aus anderen Motiven so mit Marmelade eingesaut? Erregt ihn das, oder was? Ja, dem gehört doch die Fresse gar. Und der versaut hier die schöne weiße Arena. Das ist doch kein Sport, das ist Vandalismus. Und die Fliege fickt ihn quer von hinten, diesen Bisser. Hey, hey! Das glaube ich jetzt nicht. Er hat die Fliege eindeutig nach der Schlusssirene getötet. Der hat das gehört. Der hat einfach weitergemacht. Dieser Mann ist ein Verbrecher, liebe Zuschauer. Sowas Niederträchtiges habe ich hier überhaupt noch nicht erlebt. Bin fassungslos. Pfui! Pfui! Es ist diese Art grober Unfug, die dazu geführt hat. Schauen Sie sich das an, das ist widerlich. Das hat mit Man vs. Fly alles nun wirklich nicht mehr das Geringste zu tun. Und die Fliege hat es immer wieder verstanden, ihm auszuweichen, ihn ins Leere laufen zu lassen. Aber er hat weitergemacht nach der Sirene und hat die Fliege kaltblütig getötet. Ich meine, das ist Mord, liebe Zuschauer. Machen wir uns nichts vor. Er hat sie ermordet und er wird dafür bezahlen. Er wird sich dafür vor einem Strafgericht verantworten müssen. Und was er da jetzt tut, spricht zwar dafür, dass er völlig wahnsinnig ist, aber das wird sich nicht mildernd auf das Urteil auswirken. Er ist ein Stück Dreck. Er ist ein Stück menschlicher Unrat. Er ist eine unfassbare Zumutung. Das ist ein schwarzer Tag für den Fliegenfight-Sport. Er wird vor dem Richter stehen. Er wird 8 bis 12 Monate bekommen. Einzelzelle, kein Hofgang. Und wenn er doch mal auf den Hof kommt, wird er halt dort vergewaltigt werden. Und das ist genau das, was so einer auch verdient hat. Im Namen von Man vs. Fly können wir uns nur in aller Form bei den Zuschauern entschuldigen, die diesen niederträchtigen Fliegenmord mit ansehen mussten.